Eines steht fest, wer ganz bewusst Fleisch von Weidetieren kauft und isst, der tut etwas für den Naturschutz. Ein Metzger und drei Menschen, die mit dem Fleischer-Business rein gar nichts zu tun haben, gründeten zusammen ein Start-up. My Local Meat heißt es. Mit einem der Gründer, Hauke Krages aus dem Odenwald, habe ich vor dieser Sendung über die Geschäftsidee gesprochen. Global, das Gespräch. Die erste Idee ist beim Grillen entstanden und vielleicht auch bei einem Bier. Wir haben einen Grillkurs gemacht, wo es darum ging, einfach zu zeigen, was gibt es denn überhaupt für Stücke und wo kriegt man vielleicht Fleisch her. Und dabei haben wir festgestellt, dass es wahnsinnig gutes lokales Fleisch im Odenwald gibt, was man hervorragend grillen kann, was eben bei den lokalen Metzgern auch wirklich noch geschlachtet wird. Und daher kam dieses Local Meat, dass das eben eine Erzeugung vor Ort ist, wo die Tiere aus der Gegend kommen und auch von den Metzgern selbst noch geschlachtet werden. Sie haben auch getestet das Fleisch aus den Supermärkten und haben das verglichen mit dem selbstgeschlachteten Fleisch von den Metzgern aus der Region. Und das hat Sie ja bestärkt in Ihrer Idee. Das Fleisch von den Metzgern ist einfach von der Farbe, vom Geschmack viel voller und viel runder. Und das liegt ein Stück weit auch daran, dass es einfach von den Metzgern in Ruhe hergestellt wird und veredelt wird. Und das merkt man. Wann haben Sie dann gedacht, wir gründen jetzt ein Start-up, wir gründen einen Fleischversand aus dem Internet? Da muss man ja einen gewissen, ja, Unternehmergeist haben. Wie ging das dann los bei Ihnen? Bis es dann mal soweit war, dass wir wirklich gesagt haben, wir probieren das mal. Das war dann Ende 2017. Gegründet haben wir Anfang 2018, also genau vor 3 Jahren, im Februar. Sie haben jetzt vier Metzger, mit denen Sie zusammenarbeiten. Einer ist der Steffen Uhrig aus Bad König im Odenwald und die anderen Metzger, wie sind Sie an die gekommen? Weitgehend über Empfehlung, wo wir auch mit Freunden, die eben auch grillen, sagen, hier, wir haben einen, der schlachtet eben auch selber. Das ist Grundvoraussetzung bei uns. Die Tiere kommen aus der unmittelbaren Umgebung und so wurden die uns empfohlen. Ein Kriterium ist, Sie beziehen Ihr Fleisch von Metzgern, die selber schlachten. Und das zweite wichtige Kriterium ist ja, es sind Weidetiere. Das sind Rinder, die sozusagen ihr ganzes Leben lang nur Gras fressen. Und wie ging es dann los mit dem Businessplan? Wie sind Sie auf die Vermarktungswege dann gekommen? Dadurch, dass einer der Gründer eben aus dem Bereich IT kommt, war das so ein bisschen naheliegend, dass man sich vielleicht auch naiv vorstellt, wir machen jetzt mal einen Online-Shop und mit dem Metzger im Bunde, der die Qualität da reingebracht hat, war die Idee relativ schnell geboren. Was uns überrascht hat, war, wie schwer es ist, im Internet bekannt zu werden. Sie haben wenig Resonanz zuerst gehabt. Am Anfang ganz wenig. Das war dann ein bisschen über Mund-zu-Mund-Propaganda. Es gab mal einen Zeitungsartikel, wo dann auch Kunden kamen, die uns auch treu geblieben sind. Das muss man klar sagen. Wir haben ganz viele, die immer wieder bestellen. Aber es hat wirklich gedauert, bis mal so ein gewisses Momentum sich entwickelt hat. Und das hat dazu geführt, dass wir eben letztes Jahr drei neue Metzger mit an Bord genommen haben, um der Nachfrage dann auch gerecht zu werden. Und sicherlich hat Corona da auch geholfen, muss man klar sagen. Was haben Sie denn für ein Verpackungsmaterial ausgesucht? Sie setzen ja sehr auf Nachhaltigkeit, also regionale Erzeugung, Weidetiere, also ohne industrielles Futter, sage ich jetzt mal. Da will man ja auch mit der Verpackung und mit dem Versand auf Nachhaltigkeit setzen. Was haben Sie sich da überlegt? Da haben wir mal überhaupt erstmal geguckt, was geht. Das Naheliegendste ist sicherlich Styropor und Styroporbox und das war nun nicht so nachhaltig. Wir haben eine Strohisolierung, die ist wiederverwendbar. Man kann die seinen Hasen geben, man kann sie an die Erdbeeren tun, also wirklich eine reine Strohverpackung und Pappkartons. Die Pakete werden per Express verschickt, damit die innerhalb kürzester Zeit, 24 Stunden, dann gekühlt beim Kunden sind und es wird eben auch frisches Fleisch verschickt und nicht tiefgekühlt. Local Meat würde ja implizieren, das Fleisch kommt immer aus der Umgebung. Sie versenden aber bundesweit und Sie haben neuerdings auch einen Metzger aus Schleswig-Holstein dabei. Wie verträgt sich das mit diesem Gedanke der Regionalität? Zunächst mal ist die Erzeugung local. Also wir haben Metzger, die selber schlachten und die Tiere kommen aus der mehr oder weniger unmittelbaren Umgebung. Maximal 40 Kilometer. Der jetzt aus Schleswig-Holstein, der ist tatsächlich im Nachbardorf. Die Rinder werden 4 Kilometer weit gefahren. Und das Ziel ist, dass wirklich die Kunden auch von dort so nah wie möglich bedient werden. Bio haben Sie ja nicht im Angebot,
sondern eben diese regionale Erzeugung. Aber sie legen großen Wert darauf, dass die Tiere angenehm gehalten werden. Bei den Rindern haben wir schon gesagt, die stehen auf der Weide. Wie sieht es denn aus mit dem Schweinefleisch, was Sie auch im Sortiment haben? Das Schweinefleisch kommt aus relativ kleinen lokalen Zuchten. Wobei, muss man ehrlich sagen, die haben auch bis zu 1000 Tiere. Die stehen häufig auf Stroh. Wir haben jetzt seit ganz kurzem wirklich auch Freilandschweine und die sind auch klar auf der Seite gekennzeichnet. Da gibt es dann Pakete vom Freilandschwein. Was haben Sie denn jetzt für Geschäftsziele? Sie sind jetzt bei 100 Paketen im Monat angekommen. Die Pakete, was kosten die so im Schnitt? Gibt es da verschiedene Paketgrößen? Es gibt ganz unterschiedliche Pakete. Es gibt welche, die sind eher aufs Grillen bezogen mit wirklich Premium-Stücken vom T-Bone und Porterhouse. Es gibt aber auch Vorratspakete mit Gulasch, Rouladen, Hackfleisch, was auch frisch verschickt wird. Die liegen zwischen 50 und 100, 120 Euro und gewichtsmäßig zwischen 2,5 und 6 Kilo sind die Pakete. Aber man kann natürlich auch individuell sich das zusammenstellen und einzelne Produkte auswählen, die die Metzger dann direkt auch zur Verfügung haben und verschicken. Was springt denn für die Metzger eigentlich dabei raus? Ich meine, Sie sind die Geschäftsleute und die Produzenten. Wie verdienen die da bei dem Konzept My Local Meat? Den Metzgern bieten wir vor allem einen weiteren Vertriebsweg. Also sie haben eine Möglichkeit, ihre Produkte überregional tatsächlich auch ein bisschen zu vertreiben. Wenn man jetzt, der Odenwald ist schön, und wenn jemand aus Darmstadt, aus Frankfurt, hier aus Rheinhessen zum Beispiel ein Paket bestellen möchte und einen Bezug dazu hat, dann kann er das eben bei uns tun. Rheinhessen ist ein gutes Stichwort. So, hier sitzt sozusagen ein Manager auch in Essenheim in Rheinhessen. Und hier gibt es ja überhaupt kein Local Meat. Zumindest gibt es sehr viele Metzger, die eben nicht mehr selber schlachten und auch vielleicht nicht mehr so ganz genau wissen, wo ihre Rinder herkommen. Und diese Brücke wollen wir schlagen, dass wir wirklich den Kunden dahin bringen, dass er die Möglichkeit hat, lokal erzeugte Produkte zu bekommen. Regional erzeugtes Fleisch im Internet bestellen.